ihn nicht froh. Und im Taifun ist ebenso. Doch Wölfe hin, Taifune her. Die Lösung fällt ihm gar nicht schwer. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Zieh fest das Segel. Das war ein großes Fest, das im Dorf der Winka-Indianer gefeiert wurde. Die Indianer, Halva und seine Männer und die Soldaten von Snoppe, dem Goldgelockten, hatten auch allen Grund zum Feiern. Sicher wisst ihr noch, dass der blondlockige Snoppe rothaarig davongelaufen war, unter dem Gelächter aller Männer. Esst und trinkt greiftüchtig zu. Wir freuen uns, wenn es euch schmeckt. Wir haben euch ja so viel zu verdanken. Also, ihr habt gehört, Männer, amüsiert euch nach Herzenslust. Ja. Was ist denn mit dir los? Hücke, du machst ja ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Bist du immer noch sauer, weil euer Chef davongelaufen ist? So ein Look. Du musst immer denken, du hast doch ein prima Geschäft gemacht. Alles, was ihr an Bord habt, hast du gegen schöne Sachen eingetauscht. Ist es ja, ihr seid ja alle viel zu nett zu uns. Das ist eben Freundschaft. Deshalb macht man doch nicht so ein Getue, ihr Heulsusen. Macht weiter, Männer! Also, dann. Oh nein. Ai. Geht. Dieser Krach macht mich noch wahnsinnig. Und dieser Anblick. Nichts, keine einzige Locke mehr. Und an allem ist dieses Kind schuld. Und wenn ich mir das überlege, mein Schiff von meinen eigenen Männern geplündert. Aber das Schlimmste ist, ich kann ja nicht allein die Segel setzen und nach Hause fahren. Na, Halva, möchtest du nicht auch mittanzen? Was, ich soll mittanzen? Ich bin tollpatschig wie ein Bär. Ach so, Chef, wir werden dich gerne sehen. Na los, ich hol dich auch zur Damenwahl. Ihr habt's so gewollt. Ihr seid schuld daran. Dann wollen wir uns mal ins Vergnügen setzen. Halt! Was ist denn, Vicky? Ach so, du möchtest auch mittanzen. Sag mal, du zitterst ja vor Angst. Sieh mal, wer da kommt, Vater. Na los, fang endlich an. Mach schon, Chef. Du bist wie meine Alte, die ziert sich auch immer so. Weißt du schon, mit welcher Hübsch du das Tanzbein schwingen wirst? Der ist böse, was? Warum bist du gekommen? Bei uns kannst du mit deinen falschen Locken keinen Blumentopf gewinnen. Oder willst du noch mal ein Dampfbad nehmen? Hör zu, Halva, du gibst mir auf der Stelle alle meine Männer zurück. Oder das Dorf geht in Flammen auf. Red doch keinen Quatsch. Oder glaubst du, wir würden dabei stehen und zusehen? Einer, der wegläuft und seine Männer im Stich lässt, hat uns nichts mehr zu sagen. Außerdem haben wir genug vom Augenbrauen auszupfen und Haare waschen. Du kannst uns den Buckel raufsteigen, damit du es weißt.
Zum letzten Mal, Alva, her mit meinen Männern, oder ich brenne das Dorf nieder. Wir haben genug von deinem Gequatsche. Los, Männer, wir jagen ihn zurück aufs Schiff. Hey! Hey! Dass ihr es ja nicht wagt. Ich bin hergekommen, um mit Halvar zu sprechen. Los, antworte mir. Jetzt muss irgendwas passieren, Vater. Bist du etwa auf der Seite von dem Halunken? Hä? Du hast es doch eben gehört, der will zündeln. Nein, ich bin nicht auf seiner Seite, Snorre. Aber wenn wir besiegt worden wären, würden wir in unserer Wut bestimmt auch mit furchtbaren Sachen drohen. Also gut, wenn ihr nicht wollt. Auf ihn, Männer! Wartet! Snoppe, brüll hier nicht so rum. Du bist umzingelt. Außerdem muss ich dir nicht sagen, dass ein Anführer, der seine Männer im Stich lässt, ihn nichts mehr zu befehlen hat. Gieß nicht noch Öl ins Feuer. Du schneidest dich damit nur ins eigene Fleisch. Du kannst mit deinem Schiff nicht alleine weg. Das heißt, wenn du jetzt hier verrückt spielst, siehst du deine Heimat und deine Familie nie wieder. Willst du das wirklich riskieren? Ich will mich nicht aufdrängen, lieber Herr Snoppe, aber wenn Sie gestatten, wird meine Frau ihre Kleider wieder in Ordnung bringen. Und ich gebe Ihnen was, womit Sie Ihr Haar schön goldig färben können. Das würden Sie tun? Womit hätte ich so viel Güte verdient, frage ich Sie. Kommen Sie bitte in mein Zelt, Herr Snoppe. Ich verstehe immer noch nicht, warum er so freundlich zu mir ist. Weil du sein Freund bist. Ich sein Freund? Jeder Fremde ist unser Freund und wir sind freundlich zu ihm. Hör mal, hast du vergessen, dass ich dein Dorf plündern wollte? Ja, ich habe es vergessen. Du hast es ja auch nicht getan. Jetzt fragen Sie nicht so viel, Herr Snoppe. Gehen Sie zu der Frau Häpling und lassen Sie sich aufbügeln. Aufbügeln. So was ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Macht ja nicht. Und wir nehmen noch eins zur Brust, Männer. Ja! So, fertig. Entschuldigen Sie, ich möchte nicht unbescheiden sein, aber wie ich sehe, hat es noch eine Menge Knitter und Falten. Du hast es gehört, Frau, bügle es nochmal. Danke, und wenn ich noch eine Bitte äußern dürfte, die Ränder von den Puffärmeln etwas sorgfältiger bügeln. Keine Sorge, meine Frau ist als gute Puffärmelbüglerin bekannt. Wissen Sie was? Ihre Haare sind jetzt viel schöner als vorher. Ich hätte auch nie im Traum dran geglaubt, dass ich jemals so ein fabelhaftes Färbemittel finden würde. Vielleicht gibt Ihnen der Herr Häpling was Sie aus der Flasche mit. Sie können von mir aus die ganze Flasche mitnehmen. Wirklich, kann ich? Ja. Lassen Sie sich umarmen. Sie sind ein wirklich guter Freund. So, jetzt schlüpfen Sie mal hinein. Ah, ja, sehr schön. Und nun hineinschlüpfen. Und sich wohlfühlen. Sehen Sie, lieber Freund, nun dürfen Sie sich mit Recht wieder Goldlocke nennen. Ich habe nie einen so schönen Mann gesehen. Ach, das ist ja gar nichts. Sie sollten mich mal sehen, wenn ich die Lockenwickler drin habe. Halt, wartet, wartet. Ihr könnt mich doch nicht hier allein zurücklassen. Wir haben das ganze Schiff voller eingetauschter Waren, wie Sie sehen, mein Herr. Da ist für Sie leider kein Platz. Aber meine Lockenwickler sind doch an Bord. Außerdem warten Frau und Kind auf mich zu Hause. Ich rede euch auch nicht rein. Ihr habt mein Ehrenwort. Ich werde klein und hässlich und sehr demütig in einer Ecke sitzen, bis wir zu Hause angekommen sind. Nehmt ihn doch mit. Er wird sich schon gut benehmen. Das halte ich für möglich. Was meint ihr, Männer? Bitte, Männer, bitte nehmt mich mit. Nehmt ihn schon mit. So ein Kerl wie der fängt hier bestimmt irgendwann an zu stänkern. Halvar hat völlig recht. Also, was sagt ihr? Halvar von Flake meint es auch. Wollen wir ihn mitnehmen, Männer? Ja? Ja, tut es. Bitte, bitte. Und du wirst auch bestimmt klein und hässlich in deiner Ecke sitzen. Ja, noch kleiner. Und noch hässlicher. Und du wirst auch nicht frech werden und mit dem Schwert rasseln? Aber niemals. Ich werde doch jetzt nicht mit irgendwas rasseln. Also, wenn er das alles verspricht, dann wollen wir mal nicht so sein, Männer. Wie? Hä? Juhu! Danke, danke. Ach, hab vielen Dank, mein Kind. Und auch dir muss ich danken, Halvar. Komm gut nach Hause. Wiedersehen! 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 Wiedersehen!
So, den sind wir los und haben wieder unsere Ruhe. Wieso? Wie meinst du das mit der Ruhe, Vater? Was? Wie meinst du das? Naja, ich meine nur, willst du denn überhaupt nicht mehr nach Hause fahren, hm? Nee, wir sind schon 3 Wochen hier und es heißt Besuch und Fisch 3 Tage frisch. Du mit deinen dämlichen Sprichwörtern. Ich fand's hier so entzückend. Ich hab ganz vergessen, dass wir auch mal wieder heim müssen. Ich glaube, wir sind im Ganzen schon 4 Monate von Flake weg. Ja, ja, ihr habt recht. Gut, dass Vicky was gesagt hat. Sonst wären wir vielleicht am Ende für immer hier geblieben. Ja, ja. Wenn ihr so weitermacht, können wir bei Neumond in See stechen. Du Trottel, warum hast du den Mast fallen lassen? Wieso ich? Ich habe ihn erst fallen lassen, als du ihn losgelassen hast. Ach, du mit deinen 2 linken Händen bis Schultern, wenn wir erst in 2 Jahren heimkommen. Wartet! Ich helfe euch, macht keinen Quatsch! Snorre, was bist du bloß für ein Schlappschwanz? Der Alte hat ihn auf die Mütze gekriegt. Also, mein Lieber? Ja, nun schlägt die Abschiedsstunde, wie man sagt. Wir sind natürlich froh, dass wir wieder heimfahren. Aber der Abschied fällt uns doch schwer. Ich schenke euch zum Abschied ein paar Ruder. Mögen sie euch auf der Reise beschützen. Das ist aber besonders nett von dir. Ja. Donnerwetter. Gefallen sie dir nicht? Das täte mir leid. Schönere als die haben wir nicht. Nein, nein, im Gegenteil. Ich habe nur die Schnitzkunst bewundert. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Die Ruder sind mein persönliches Geschenk für dich. Und da haben wir noch ein paar Kleinigkeiten für eure Familien. Das hat sich diesmal aber gelohnt, ne? Das sollen wir alles mitnehmen, die vielen Sachen?
Ja, wenn ihr sie unterbringt auf dem Schiff, nehmt sie mit. Na, du bist gut. Du glaubst doch nicht, dass wir freiwillig was da lassen, hm? Ja, dann wollen wir mal nicht so viele Worte machen. Habt also nochmal schönen Dank für alles. Und wir möchten euch auch eine Kleinigkeit dalassen, damit ihr hin und wieder mal an uns denkt. Da bin ich aber neugierig. Oh, die schönen Fälle. Oh, hab vielen Dank, Kalber, vielen Dank. Und geben wir uns die Hand darauf, dass wir für immer Freunde bleiben. Fahren Sie hin. Mögen Ihnen die Götter gute Winde schicken. Ich möchte wissen, wo Sie sich diesmal wieder herumtreiben. Sie finden überhaupt nicht mehr nach Hause. Ach, wenn ein Snorri kommt, dem werde ich was erzählen. Wisst ihr, wie lange es schon her ist, seit Sie weg sind? Am Mittwoch war es genau ein halbes Jahr. Wenn mein Tschuri kommt, schmeiß ich ihm die Tür vor der Nase zu, dass ihr es wisst. Unser Eins kann nicht mehr schlafen vor lauter Sorgen. Das sage ich euch, wenn der erst mal da ist. 5 Tage ist der Luft für mich. Ich frage mich hier schon manchmal, ob die überhaupt noch mal wiederkommen. Ich sage euch was, wenn wir Pech haben, geht das noch tagelang so. Ein Lüftchen rührt sich schon über eine Woche nicht. Ich habe Sehnsucht nach meiner Alten und das heißt was. Ich habe schon mal so eine Flaute erlebt und die hat über einen Monat gedauert. Willst du nicht was unternehmen, Chef? Keine Wolke am Horizont, Worm? Nein, ich bin von den Aussichten gar nicht entzückt. Es ist wirklich zum Kotzen. Was machen wir bloß? Vielleicht sollte ich hinter dem Schiff herschwimmen und tüchtig blasen. Chef. Das Meer fängt an zu glitzern. Was soll das heißen, Gorm? Na, dass es auf einmal glitzert und glänzt. Und weil das Meer glitzert, weckst du mich? Ich nehme an, dass da eine Strömung ist. Was, eine Strömung? Da. Das ist die Rettung. Komm runter, Gorm, wir ziehen das Segel ein. Ui, ja. Wenn das Segel eingezogen ist, schmeißt ihr euch in die Riemen und rudert zu der Strömung hin. Männer, wir sind gerettet an die Ruder. Mit einem bisschen Glück treibt uns die Strömung aus der Flaute raus. Na, haben wir die Strömung noch nicht erreicht, Vicky? Gleich sind wir da. Vielleicht noch 500 Meter. Na also, das werden wir ja wohl noch schaffen, was? Wir sind in der Strömung. Ruder einziehen. Ruder eingezogen. Anker los, alle Mann an die Riemen ran. Segel hoch, Segel hoch, Segel hoch, wir sind am Winde dran. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Winde. Wir sind am Winde dran. Schiff ahoi, ja. Ahoi, Schiff ahoi, Schiff ahoi, auf dem Meer kennen das sind wir Sie. Uns aus. Vicky, unser Schiff, Elvin. Und hurra, Vicky ist wieder da. Hinaus. Tante Ilva, sie kommen. Ja? Ja? Habt ihr es alle gehört? Sie kommen. Vicky, da bin ich. Uhu, Ilvi. Hallo! Oh, macht meine Alte ein Gesicht. Ja, die sehen alle nicht sehr freundlich aus. Endlich! Vicky! So waren sie auch diesmal glücklich nach Hause gekommen. Und die Frauen hatten bald ihren Zorn vergessen. In Flake wurde ein großes Fest gefeiert mit duftendem Bärenschinken, Heidelbeerkuchen und 27 Fässer Met gluckerten durch die Hälse unserer tapferen Wikinger.